Hallo und herzlich willkommen bei Moin Moin. Boris, nimm gern Platz. Hallo, guten Morgen. Ich habe dir extra einen Stuhl dahin gestellt. Ja, der ist auch nicht angesägt. Ich weiß es. So kenne ich dich. Ja. Ich habe tatsächlich, ich musste eben noch gucken, weil ich habe ein Thema mitgebracht, was mich total interessiert, was ich total spannend finde. Und ich habe irgendwie gehört, es wäre auch im Abendblatt gewesen. Ich habe es jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Ich werde es einfach ohne das Abendblatt berichten. Mir ist ja einmal nicht aufgefallen, dass du eine Mütze aufhattest und ganz verwuschelte Haare angeblich. Warum trägst du einen Schnurrbart? Monsieur. Aujourd'hui, c'est alles anderes Tag. Und da habe ich gestern Abend habe ich im Badezimmer gestanden und habe mir überlegt, was kann ich machen, dass heute ist alles anderes in die Sendung. Und da habe ich gedacht, komme ich mit lustigem Schnurrbart. Sieht total scheiße aus, ja. Ist ein schöner Moustache. Aber ich wollte eigentlich mitbringen eine Baguette auch und eine kleine Schiebermütze, habe ich beides nicht. So bin ich nur mit Schnurrbart, aber dir ist es aufgefallen. Ja, natürlich. Ja. Ich bin sehr aufmerksam. Heute ist alles anders Tag und das wird es auch nie wieder geben. Aber für den heutigen Tag habe ich gesagt, ich bringe den Moustache mit. Ich hätte Bock auf einen Schnurrbart, wenn wir zum Beispiel eine 90er-Jahre-Game-Show mal machen. Dann auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall. Dazu würde ich vielleicht auch den Bart dann auch schwarz färben, damit ich noch affiger aussehe. Ich hätte hier einen... Möchtest du direkt? Heute ist Gegenteiltag, genau. Deswegen könnten wir auch sagen, heute sind nicht 9 Grad, sondern 6 Grad. 6 Grad sind wirklich. Und dann sprechen wir doch mal philosophisch über das Thema. Alles anders oder Gegenteiltag. Ja. Also die Menschen haben ja, jeder Mensch hat Gewohnheiten. Mhm. Zum Beispiel beim Zähneputzen auf dem linken Bein fester zu stehen als auf dem rechten und das rechte so anzuwinkeln. Woher weißt du das denn? Ja, ist so. Es gibt ganz viele Menschen, die das so machen. Es geht auch andersrum. So, heute ist die Idee, es andersrum zu machen. Ich habe zum Beispiel etwas, immer wenn ich in der Dusche bin und dann ist die Dusche... Guck mal, die Laura bringt mir meinen Tee. Das ist, hat so viel Herz und so viel Liebe. Aber wenn Laura den Tee bringt, wer bedient denn dann das Mischpult und fährt die Sendung? Sie macht das eine. Sie ist eine Frau und sie ist Multitasking. Ja, genau, das können wir leider nicht. Was für eine doofe Frage. Wahnsinn. Ganz ehrlich, wie kann dir sowas passieren? Also, ja, weil ich schon auf den Schnurrbart geachtet habe und schon aufmerksam war, da kann ich nicht auch noch multitaskingfähig sein. Mon ami. Also bitteschön. Wollen wir uns ein bisschen zusammennehmen und die Frauen immer respektieren? Natürlich, immer. So, was ich sagen wollte ist. Ich mache zum Beispiel in der Dusche, ist es so, dass wenn die Dusche fertig ist, ne, bevor ich rausgehe, probiere ich noch das Wasser, was in der Duschzelle drin ist, sozusagen nach hinten zum Abfluss zu wischen mit dem Fuß. Das mache ich immer, stehe ich mal drin, mache ich immer mit dem rechten Fuß. Okay. Und wenn man das dann mal mit dem linken Fuß macht, dann merkt man, wie schwer und wie komplex der Prozess ist, den man automatisch macht, jeden Tag, aber wenn man ihn mal mit der anderen Seite macht. Das gleiche gilt fürs Zähneputzen. Ich putze immer mit einer Hand Zähne. Mit der rechten Hand? Du bist auch Rechtshänder, logischerweise. Genau. Ne? Ja. Jetzt mach es mal mit der linken Hand. Ist nicht so einfach. Es sei denn, man hat eine elektrische Zahnbürste, eine Schallzahnbürste. Ja, aber auch dann ist es so, dass es ein völlig anderes Gefühl ist. Ich werde das mal ausprobieren. Ja, dann kannst du ja auch mal probieren, über den Beifahrersitz in dein Auto zu steigen. Das musste ich schon mal machen, ja. Weil ich zugeparkt war. So, es gibt viele Sachen, aber das Tolle ist, das ist, was tatsächlich passiert bei einem andersrum oder Gegenteiltag, ist es so, dass das Gehirn anders arbeitet. Und deswegen ist es für die Kreativität zum Beispiel und auch um den Körper sozusagen frisch zu machen, ist es total richtig und wichtig, mal das Gegenteil zu tun. Und zwar mit allem, was du tust, mit allen deinen Gewohnheiten. Zum Beispiel kein Kaffee trinken, sondern Tee trinken. Okay. So, kein Tee trinken oder Kaffee trinken. Ich habe heute bisher noch fast gar nichts anders gemacht, außer diese Temperaturanzeige. Ich hatte ja ursprünglich die Idee, ob wir vielleicht mal am Abend senden sollten, dass wir einfach um 6 Uhr auf Sendung gehen und dann von 6, also von 18 bis 21 Uhr senden. Bin ich dabei. Können wir auch mal machen. Ja. Gut, jetzt hätten wir die Chance gehabt, heute ist Gegenteiltag. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht nächstes Jahr oder auch einfach morgen. Oder morgen. Genau. Ja, sehr gut. Morgen ist Freitag, das da kann ich nicht. Was ich noch sagen wollte, ist, und zwar, das ist eine Frage an unsere Zuschauer. Wir hatten hier intern eine wunderbare Idee. Und zwar, wir haben uns überlegt, ob wir mal an einem Freitag, an jedem Freitag im Monat, so ist es richtig. Am Gegenteiltag fehlen mir auch die Worte. Ich probiere neue Worte zu finden und das macht mein Gehirn kaputt. Also muss ich jetzt wieder zurück in die normale Welt. Also, die Idee war, dass wir am Freitag, immer am ersten Freitag im Monat zum Beispiel, hier einen großen Tisch aufstellen und einfach ganz normale Menschen aus Hamburg, Hamburger einladen, zu einem Frühstück. Da gibt es dann zum Beispiel vegane Pancakes. Das finde ich eine super Idee. Ist schon mal ein Hinweis, auf was noch kommen könnte. Bleiben Sie dran. Das gibt es, vegane Pancakes zum Beispiel, könnte es geben. Es könnte aber auch einfach schön Marmelade und Brötchen und vor allem Franzbrötchen geben, weil Franzbrötchen ist ja, wir sind ja das Franzbrötchen unter den Sendern. Und dann würden wir hier sitzen und würden einfach sprechen, wie es Ihnen geht, was Sie gerade beschäftigt, was so die Themen sind und so. Das finde ich eine super Idee, weil es uns Hamburg näher bringt. Und das würde ich gerne jetzt schon mal initiieren. Und mal die Frage an die Community, ist jemand da, der kommen möchte? Dann sagt mir Bescheid. Ich träume davon, eine Bäckerin oder einen Bäcker zu haben. Jetzt habe ich das weiblich als erstes gesagt und habe da hinterher mich selber korrigiert, weil ich dachte, das kann ich ja nicht machen, um die Bäcker nicht auszugrenzen. Warum hast du es nicht gemacht wie Olaf Scholz, der dann einfach sagt, ein Bäcker oder ein Bäcker?
Ja, ist auch liebe Bürger und Bürger. Genau, so eine schöne Idee. Herr Scholz braucht übrigens nicht kommen, weil er redet ja nicht oder und ist ja das Thema vergessen. Nee, so, der hat den Termin vergessen, dass genau. er den bei uns hat. Aber nein, ganz normale Menschen, und zwar Menschen, die vorzugsweise Kontakt zu vielen anderen haben. Auch zum Beispiel ein Friseur gehört für mich dazu. Ja. Das sind ja die, die jeden Tag Kontakt haben zu ganz normalen Menschen. Und die Taxifahrer. Genau, ja, Taxifahrer. Die genau wissen, was sozusagen, was im Moment gerade das Thema der Menschen ist. Und ich glaube, dass die Politik so weit weg ist vom Volk, dass es unsere Aufgabe ist, vielleicht mal auch für die Politik, sag mal, das Volk hier reinzuholen, mit denen zu sprechen, die Fragen, die Themen mitzunehmen und sie dann auch an die Politik zu tragen. Wir haben ganz viele potenzielle Studiogäste, glaube ich. Ich muss sagen, großes Kompliment erstmal an alle unsere Zuschauer, die ja. uns heute geschrieben haben. Und das könnte man eigentlich, das haben die von sich aus gemacht, ja. mal als Aufruf einführen, von wo aus gucken sie uns zu. Weil ich weiß, es gibt einige, die gucken natürlich in Berlin logischerweise. Jemand schreibt uns Grüße aus NRW. Connor Vogt schreibt Grüße aus Niedersachsen. Also die sind, glaube ich, relativ breit aufgestellt, ehrlich gesagt. Das ist toll. Eine Berufsgruppe, die wir auch nicht außer Acht lassen sollten beim Frühstück hier, sind Moderatoren von Morgensendungen. Ja. Wir hatten mal eine Kooperation mit Hamburg 2, ja. mit Birgit Hahn ja. und Onni Schlebusch ja. damals. Und da hatten wir eine super Idee, und zwar, die besuchen mich in einer Morgensendung. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, dass das nicht geht, weil die ja auch live sind dann zeitgleich. Ist ein, also das war doof. Ja, aber quasi. Nee, es war eine tolle, es ist manchmal so. Die Idee war gut. Das Wichtigste ist, eine gute Idee, erstmal muss man, auch das heute für den Tag, heute wichtig vielleicht, wenn ihr jemand hört, der etwas erzählt und sich was ausgedacht hat und ihr denkt gleich als erstes, nee, das ist Quatsch, macht ihm erstmal ein Kompliment dafür, dass er es überhaupt gemacht hat. Stimmt. Das ist total wichtig, ja. erstmal was Positives zu sagen. Und dann kann man sagen, pass auf, aber deine Idee und so, und ich sehe das anders und so, kann man alles machen, aber erstmal auch mal was Gutes sagen. Vor allem habe ich jetzt ja hier die Frage gestellt im YouTube-Live-Chat, wer möchte denn gerne mal zum Frühstück ins Studio kommen? Ja. Und der Zuschauer aus Nordrhein-Westfalen hat geschrieben, nette Idee. Ja, immerhin. Das ist ein Kompliment. Das heißt nicht, dass er unbedingt gerne dabei sein möchte, aber es war ein Vorab-Kompliment. Er ist ja in Nordrhein-Westfalen und er hat überlegt, mit der Bahn zu uns zu kommen. Ja, hat er sich gesagt, nee, der berühmteste Klaus Deutschlands, ja. der wird das verhindern, zu verhindern wissen, dass er jemals aus Nordrhein-Westfalen über die Brücke fährt und den kurzen Olaf sehen kann, bevor er zu uns ins Studio kommt. Ja, also insofern wird es wahrscheinlich doch schwierig. Aber wer aus Hamburg oder dem Umland kommt, kann da gerne mal seinen Senf dazugeben und dann mal sagen, was gibt er davon auch, hält. Gibt es auch Rustikales an? Weil du Senf sagst? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde, wenn wir vegane Pancakes haben, müssen wir ja tatsächlich auch ein Mettbrötchen zum Beispiel anbieten. Mit Zwiebeln. Also wenn wir früh morgens um diese Zeit schon Mettbrötchen, das ist ja nur was für Kölner eigentlich, ne? In der Karnevalszeit. Ist das so? Ja, die hauen sich gnadenlos den Stoff rein, Wahnsinn. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ja, Mettbrötchen am Morgen? Ja, ja, klar. Also ich war wirklich immer noch so höflich. Ja. Das habe ich hier in diesem neuen Studio noch nicht gemacht, aber in dem alten Studio ab und zu. Allerdings nur, wenn ich danach keinen Gast hatte. Mhm. Ne, weil das fand ich dann doch ein bisschen befremdlich, irgendwie dem Gast erstmal eine Mettfahne ins Gesicht zu hauchen. Das aber wenn wir mal schön. Keinen Gast hatten, habe ich mir ein Mettbrötchen mit auch Zwiebeln reingezogen hier ja. morgens. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann haben wir das auch mal geklärt. Freunde, es tut mir total. Ich möchte mich mal noch alle Formen entschuldigen hier, wofür dass ihr jetzt diese Idee von einem Mettbrötchen mit Zwiebeln am Morgen, dass ihr das jetzt im Kopf habt, das tut mir total wieso, leid. Wer das mag? Ja, aber ich sag mal so, ich finde es wichtig, dass man Minderheiten auch respektiert, dass man ihnen den Weg frei macht für ein schönes, friedliches Leben. Das ist total in Ordnung. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die sagen, Mensch, also um kurz nach acht ein Mettbrötchen ja, mit Zwiebeln ist... Oder generell Mettbrötchen doof finden. Ja. Also... Ich bin ja ein Tatar-Freund. Was ist ja praktisch ein Mettbrötchen ohne Brötchen? Das stimmt. Und mit weniger Zwiebeln. Ja, wobei ein schönes Beef-Tatar, ja. wirklich dann Rindfleisch. Und magst du dann auch alle Zutaten, die klassisch dazugehören in der französischen also, Küche? Ich sag mal so, oui. Würde ich erst mal sagen, ich war neulich im Dining Room zum Mittagessen eingeladen, in einer sehr, sehr, sehr netten Runde. Und da ging es darum, nehmen wir eine Vorspeise oder nicht. Sie haben sich alle geeinigt, wir nehmen eine Vorspeise. Also habe ich gesagt, ich nehme eine Vorspeise. Und dann war da dieses Beef Tartare. Ein Entree. Als Entree war das Beef Tartare da. Ja. Und dann hat der Kellner hat serviert, den Beef Tartare. Und es war wunderbar zurecht gemacht mit einem Ei oben drüber. Frische Ei, ein bisschen Salat drumherum und wunderbar Geschmack von frisch mit der Hand geschnittenem Fleisch, ja. mit Sauce, mit Pfeffer, ja. mit alles dazu. War wunderbar. Finde ich großartig. Also wer das mag, ne? Und dann gehört ja wirklich auch eine kleine gehackte Sardelle im Prinzip rein. Gabern. Sardelle war nicht dabei. War nicht dabei. Ich bin nicht der Sardellentyp. Ah, okay.
Bist du der Sardellentyp? Ja, mag ich schon. Aber das ist ja das Coole an einem Steak oder Beef Tartar, dass du ja eigentlich auch wählen kannst, was möchtest du jetzt da rein haben und was nicht. Ja. Dann könntest du sagen, nö, Sardellen habe ich keinen Bock drauf, lass raus. Ja, das hat der Mann mir direkt angesehen, hat gesagt, wenn ich dem Typen eine Sardelle, dann landet die am Ende irgendwo in den Pflanzen. Das wollte er vermeiden. Deswegen hat er die Sardelle bei mir lieber nicht. Aber das Ei darüber, das war für mich neu, dass man da so ein Ei drüber tut. Und das war wirklich sehr lecker. Es war sehr cremig. Das hat einen tollen Eigengeschmack gehabt und das haben die richtig gut gemacht. Wir haben eine Nachricht bekommen von Peter, der schreibt, er schaut unsere Sendung jeden Tag. Ja. Jetzt bin ich irritiert, weil hier steht jetzt Nachricht zurückgezogen. Vielleicht guckt er doch nicht. Es ist Gegenteiltag. Es ist Gegenteiltag. Das war, also er guckt jeden Tag, aber hat die zurückgezogen, damit wir denken, dass er es nicht tut, um uns zu verwirren. Und? Das ist schlau. Pass auf, es geht noch weiter. Und er hat selber gemerkt, er kann nicht jeden Tag gucken, weil er ja Samstag und Sonntag, es gibt ja noch nicht das Best-of am Samstag. Stimmt. Das wird es bald geben, da wird es am Samstag, also für Samstag und Sonntag ein Best-of geben, wo wir einfach die wichtigsten Momente der Woche zusammenfassen. Genau, und weil er ein Fuchs ist, also Peter, der ist fast so schlau wie ein Thomas. Ja. Gestern haben wir herausgefunden, dass Thomas wirklich schlaue Leute sind, Thomasse. Ja. Deswegen wollte er keine Fake News verbreiten und hat die Nachricht schnell zurückgezogen. Ja. Das ist schlau. Pass auf. Also Thema Hack. Ja. Es gibt ja möglicherweise jetzt alles vegan. Mhm. Also irgendein Produkt vegan, nachgemacht oder nach Art des. Ich habe mal von einem Gast, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hier im Studio, ist schon ein paar Jahre her, ein veganes Kochbuch bekommen. Mhm. Und da drin war ein Rezept für ein veganes Mettbrötchen. Wie geht das? Also das Brötchen war ein Brötchen. Pass auf, also die Oma von einem Freund, ne? Die würde jetzt Folgendes sagen. Ach, das ist schön, dann macht ihr das mit Hühnchen. Ja, genau. Nee, es war tatsächlich, glaube ich, kennst du diese Reiswaffeln, diese runden? Ja. Ich glaube, die waren ein wichtiger Bestandteil. Dann irgendwie rote Beetesaft für die Farbe, verschiedene Gewürze, irgendwie Pflanzenöl, um das dann ein bisschen geschmeidig zu machen. Das Ergebnis sah sehr aus wie ein Mettbrötchen. Ja. Aber man kann auch einfach ein Mettbrötchen essen dann. Also dann braucht man den, weil das ist ja viel Zauber auch um ein Mettbrötchen. Ich meine, du machst ganz viel, um etwas herzustellen. Aber wir können jetzt auch den direkten Weg gehen. Da ist jetzt ja die Frage und da scheiden sich die Geister. Und das kann letztendlich jeder nur für sich beantworten. Also ich bin kein Veganer, aber ich esse natürlich auch mal vegan, logischerweise. Aber ich hätte jetzt so die Empfindung, wer jetzt wirklich aus tiefster Überzeugung vegan lebt, für die eigene Gesundheit, für das Tierwohl, für den Planeten, der wird sich doch eigentlich nicht Reiswaffeln rot färben, damit es aussieht wie totes, gehacktes Tier auf dem Brötchen, oder? Nein, wird er nicht machen. Wir haben in der nächsten Woche, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, oder in der übernächsten Woche, haben wir eine Veganerin hier, die uns das beantworten kann. Ja. Da werden wir uns diese Frage einfach aufheben. Ich musste eben gerade schon lachen. Ich habe hab irgendwie im Kopf, es hat vielleicht auch zu tun mit diesem Gegenteiltag, ich habe im Kopf, was ich immer probiere, kennst du noch von dieser RTL-Sendung, RTL Samstagnacht, da gab es doch immer Kentucky schreit Ficken. Ja. Darf ich sie mal hier an die Beke tippen? Ja, genau. Und also für jeden, den das kennt, da ging es darum, dass man einfach nur erste Buchstaben von Worten austauscht und das ein bisschen lustig macht. So. Und eben gerade hast du gesagt, da scheiden sich die Geister. Und dann habe ich gedacht, besser die Geister scheiden sich, als die scheiden Geistern. Stimmt. Und das fand ich irgendwie lustig im Kopf. Da musste ich, ich habe jetzt immer so dieses, ich denke immer, ich müsste Buchstaben tauschen. Da ist erstaunlich, was auf diesem Weg alles entstehen kann im Kopf. Das ist praktisch das Entertainment des kleinen Mannes. Es kostet nichts. Man kann auch nur alleine drüber lachen. Aber wenn man dieses Buchstaben, also erst Buchstaben tauschen, kann, glaube ich, ein schönes Hobby werden. Was ist der Unterschied zwischen Vaseline und Spülmittel? Ich sag's nicht, googeln Sie den Witz. Ja, wir wollen keinen Shitstorm. Ja, genau. Das wäre bei Samstagnacht hätte man den noch gemacht. Hätte man den auf jeden Fall bringen können. Wobei, auch Markus Krebs kann ihn bringen. Er richtet sich ja auch gegen niemanden. Es ist einfach nur ein doofer Wortwitz. Ja, also machen wir hier nicht, weil hier auch ganz, ganz viele Minderjährige vor der Schule hier zugucken. Klar. Wieso sind die eigentlich nicht in der Schule, die Minderjährigen, die jetzt hier zugucken? Es sind Ferien? Nee, oder? Nein, es sind keine Ferien. Nee. Nein. Ach so. Gut. Hätte sein können. Ich habe ein Thema mitgebracht. Ein Hamburger Thema, über das ich reden möchte. Und zwar, der Anlass ist, deswegen hatte ich eben noch im Abendblatt geguckt, ob ich das da finde. Ich wohne im Norden Hamburgs und habe einen Bekannten, der gerne in ein Spa geht. Mhm. Spa, weiß jeder, was das ist, ne? Ja, ist in Belgien eine Stadt. genau, es ist aber vor allen Dingen auch Wellness und Wasser um einen rum, Saunen und alles das, was dazu gehört. So. Und es gibt in Hamburg im Norden, gibt es ein Meridian Spa. Mhm. Und die gehen da seit vielen, vielen, vielen Jahren hin.
Und jetzt haben wir neulich gesprochen und ich habe von einem Freund, übrigens von einem Thomas, habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen für ein neues Bar, was ein bisschen außerhalb Hamburgs ist im Norden. Und das habe ich denen erzählt und dann sagten die, ja, also wir suchen auch ein neues Bar und sowas. Und das ist bei uns etwas ganz Furchtbares passiert. Ich sage, was ist denn bei euch passiert? Ja, wir sind seit jahrelang Mitglieder im Meridian Spa, aber dieser Service ist eine Katastrophe geworden. Es ist wirklich schlimm und sie haben jetzt die Preise so gesenkt aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt kommen lauter Leute, man darf ja nicht sagen, wer kommt, aber es kommen lauter Leute, das geht zu wie in den schlimmsten Freibädern. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Sag mir noch mal bitte, was jetzt, also auf Deutsch, in deutschen Worten und gerne politisch korrekt, was ist denn das Thema? Und dann haben die Folgendes erzählt. Sie haben irgendwie, hat Meridian Spa die Preise massiv gesenkt. Das hat dazu geführt, dass plötzlich unglaublich viele junge Männer mit Migrationshintergrund dahin gekommen sind. Ich gebe das Original so weiter, wie es mir erzählt wurde. Dass die da hinkommen. Und die benehmen sich wie Rotz. Sie ziehen keine Schlappen an, sie gehen mit der Unterhose in die Sauna, sie gehen mit der Unterhose dann mit der vollgeschwitzten Sauna-Unterhose in den Pool und springen da rein mit der Unterhose. Die Unterhose ist praktisch die Schwimmhose. Es gibt ganz, ganz viele Beschwerden. Und dann habe ich die gefragt und gesagt, ja, also dann geht ihr doch zur Geschäftsleitung. Und dann sagt, ja, nee, das Problem ist das ist da bekannt. Es war sogar schon das Gesundheitsamt da, weil es da irgendwelche Probleme mit der Hygiene gab. Es sind sowieso in Poppenbüttel so, dass auch das gesamte Spa so ein bisschen runtergekommen ist, Kacheln von der Wand und sowas alles. Und ich sage, was ist denn das, aber was glaubst du denn, woher das kommt? Und sage, ja, die haben die Preise gesenkt, sie brauchen mehr Kunden und sie denken, mehr Kunden schlechterer Qualität bringt ihnen mehr, als die wenigen Kunden vernünftig zu behandeln, die man ohnehin schon hat. Mhm. Und das kenne ich. Das sagen Mitglieder aus diesem... Das sagen Mitglieder. Ja. Und da gibt es inzwischen eine Vereinigung, die treten jetzt auch alle aus und suchen eben alle ein neues Spa, was diesem Spa, von dem ich eigentlich gesprochen hatte, im Norden von Hamburg wahrscheinlich zugutekommen wird. Ich werde berichten, wenn ich da war. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde es, und ich habe das ja bei AIDA auch erlebt, ne? Bei AIDA war es so, dass eigentlich, als ich da angefangen habe, das war 2011, da war das schon ein bisschen was Besonderes. Also eine Kreuzfahrt machen, das war was Besonderes ein bisschen. Und die Leute haben sich dann abends zum Beispiel zum Abendbrot, und ich bin überhaupt kein, ich muss das gar nicht haben, ich will auch kein Captain's Dinner haben und so, aber da haben sich ein bisschen zurecht gemacht. Also ist ja keiner in Badehose reingekommen oder sowas alles. Und beim Abendessen hast du lange Hosen angehabt und ein bisschen vernünftig dich zurecht gemacht. Das haben die Leute auch gerne gemacht, einfach für sich. Und dann sind sie abends noch ins Theatrium gegangen, haben noch eine Show geguckt und so, haben sich einfach ein bisschen zurecht gemacht. So. Und dann ist es so, dass wenn ja Marketingmenschen hilflos sind, ja, dann geht es ja immer darum, wir müssen es noch billiger machen. Und der Kollege, der da Marketing gemacht hat, kommt, glaube ich, auch aus dem Bereich, der war vorher bei hier Geiz ist günstig, Geiz ist geil, beim Mediamarkt und sowas alles. Und da war das dann auch plötzlich so, da wurden die Preise, gingen runter. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, gerade in so einem Segment, was ein bisschen eigentlich eher ein Luxussegment ist, du kriegst dann die Preise mal unten, sind sie nie wieder hoch, erstens. Zweitens, viel schlimmer, deine Stammkunden, die Basis deines Geschäfts, finde das überhaupt nicht lustig, wenn die gleiche Dienstleistung ihnen zur Verfügung gestellt wird, anderen Leuten zur Verfügung gestellt wird für weniger Geld. Mhm. Und wenn die Leute dann auch noch ins Restaurant gehen, sich die Teller vollladen, dass rechts und links die Soße runterläuft, ja, und mit einer kurzen Hose und aufgerollten Zehennägeln in Flipflops durch die Gegend gehen, dann wird das ganze Erlebnis nicht mehr so schön. Und dann sagst du, dann gehe ich lieber dahin, wo die Qualität besser ist. Ja, okay. Und das passiert da gerade auch. Und ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, dass man da so zulässt, dass kulturell wertvolle Dinge so verrohen. Mhm. Und dass sich keiner darum kümmert. Und das hat mich sehr, also fand ich wirklich, und ich finde es erstaunlich, dass gerade die Menschen, die in einem etwas besseren Segment sozusagen arbeiten, dass die den Blick dafür nicht haben und dass sie wirklich glauben, sie können mit drei Billigkunden einen wertvollen Kunden ausgleichen. Das ist nicht so. Das ist einfach handwerklich falsch. Was sagen Sie dazu? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Ja, und vielleicht, also ich habe gehört, dass die Kollegen vom Abendblatt, wie gesagt, das heute auch, das Thema auch haben. Das heißt, da gibt es tatsächlich, gab es dann auch eine Recherche, weil das inzwischen eine große Bewegung ist. Mhm. Aber die Menschen, die wir kennen, das sind so ganz ruhige Menschen, die auch jetzt nicht großartig sich, die machen keinen Krawall und beschweren sich und sagen einfach, weißt du, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, mich nervt das. Und wenn es dann so ist, dass du die darauf hinweist und sagst, sagen Sie mal, Sie haben hier keine Schuhe an, ne? Dann wirst du auch noch angerotzt, dann wirst du, also der ein Freund von denen ist dann bedroht worden sogar. Und das geht überhaupt nicht. Und da hat doch jemand, der Hausrecht hat, hat doch die Pflicht, darauf aufzupassen, verdammt. Damit sich die Kunden wohlfühlen. Ja, klar. Also insofern, absolut, großes Thema. Vielleicht haben wir ja Mitglieder oder ehemalige Mitglieder, die abgewandert sind oder die darüber nachdenken. Schreiben Sie uns, gerne auch anonym. Kann man anonym eine Mail schreiben? Ja. Man kann sich eine Adresse einrichten oder uns schreiben und wir behandeln das vertraulich natürlich. moinmoin@hamburg1.de. Peter Lill hat übrigens geschrieben, das war ein Versehen mit dem Zurückziehen der Nachricht. Liebe Grüße an Boris. Dankeschön. Er ist ein großer Fan des Podcastes von dir mit Kay Ray. Ah. Da musst du sagen, ach, du bist das. Ach, du bist das. Vielen Dank. Ja, das freut mich sehr. Und für der Insider weiß, dass Kay Ray und ich das ja auch machen.
um selber nicht verrückt zu werden, sozusagen. Wir haben aber gestern übrigens, wir haben gerade gestern einen Podcast aufgenommen, für den, der nächsten Sonntag rauskommt. Und dann haben wir, waren wir wieder so geladen und haben tatsächlich so viele Sachen, die uns wirklich auf den Senkel gehen, haben wir da besprochen. Und dann haben wir aber am Ende, als der Ton schon ab war und schon abgeschaltet war, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal nächste Woche was anderes, und zwar Gegenteiltag. Gegenteil, das, daher kam ich drauf, tatsächlich, okay. Weil ich mich auf den Gegenteiltag vorbereitet habe. Dann haben wir gesagt, wir machen Folgendes. Ich werde jetzt immer drei Umschläge mitbringen. Also nächstes Mal bringe ich drei Umschläge mit und dann darf Kay Ray sich einen Umschlag aussuchen. Und dann kriegt er keinen Song, sondern ein Thema. Das sind drei Themen drin und über das Thema reden wir dann. Und das nächste Woche darf er das dann machen, damit wir ein bisschen breiter werden und nicht immer nur schimpfen, weil das wird auch langweilig, wenn man immer nur das Geschimpfe von uns hört. Oder die Frustration über politische Umstände und über gesellschaftliche Entwicklung und sowas alles. Und deswegen haben wir gesagt, das weißt du jetzt als Einziger tatsächlich, haben wir gesagt, wir machen das mal nächstes Mal anders, mal gucken, wie das ankommt. Aber wir wollen ja über aktuelle Themen weitersprechen, aber es ist wirklich, und es ist klar, die Zeit ist so, dass man sich so über so viel aufregen kann, aber es ist auch nicht schön, wenn man das Gleiche hört. Absolut. Und um da nochmal beim Thema zu bleiben, von wo aus uns die Leute zugucken, das ist wirklich interessant und toll, weil Peter zum Beispiel guckt uns aus Montabaur. Montabaur? Nähe Koblenz. Ja, Nähe Koblenz. Gab es da auch schon Montabaur-Proteste eigentlich? In Montabaur ist sozusagen Montabaur ist sozusagen die Basis des Bauernprotestes. Ist so, ne? Deswegen heißt es ja Montabaur, weil der Bauer auf den Berg geht. Der Bauern. So sieht es aus. Okay. Und Karin Richter schreibt uns, sehr guter Tipp, ich werde da mal reinschauen. Die Frage ist, meint sie jetzt den Podcast oder das Meridian Spa Alstertal? Sie meint natürlich den Podcast. Okay. Ich weiß es doch nicht, Boris. Das Gegenteil. Ja. Man weiß es doch nicht. Ja, hast du schon eigentlich berichtet im Vorfeld über unsere Erfahrungen, die wir gestern gemacht haben? Ja, ich habe das ungefähr 27 Mal gesendet. Nein, zweimal erst, glaube ich. Hast du schon, aber schon gesendet. Ich konnte nicht widerstehen. Wollen wir es denn nochmal senden? Müssen wir es nochmal senden? Müssen wir, ich habe es ja angekündigt. Ja, das Tolle ist das, wir haben gestern zusammen gebrutzelt. Ich probiere es mal so zu umschreiben, mit neuen Worten. Wir haben zusammen gebrutzelt und da haben wir festgestellt, Kochsendungen zu machen, ne, ist irgendwie einfach, oder? Weil man findet immer was zu quatschen. Genau. In der Pfanne passiert was. Bisschen Zucker mehr, bisschen Salz weniger und so. Das war eigentlich toll. Und ich glaube, wie lange ist der Clip dann geworden am Ende? Also ich hatte geschätzt 10 Minuten. Ja. Was hattest du? Hättest du eine Schätzung, wie lange das war vom Zeitgefühl? Ja, ich hätte gedacht 17 Minuten. Ja. Es sind 16. 16 Minuten. Komisch. Ja, nee, das ist... Hast du natürlich vorher den Weg durch die Regie genommen und Laura noch kurz gefragt? Nein, ich bin da relativ gut im Schätzen von Sendezeiten. Ich habe da eine gewisse Grunderfahrung. Hast du schon mal ein bisschen Fernsehen gemacht? Ich habe schon mal ein bisschen Fernsehen gemacht, genau. Ja, wir haben auf jeden Fall uns in den Dienste der Wissenschaft gestellt. Wir haben einen auf Mythbusters gemacht und haben uns die Frage gestellt, kann man vegane Pfannkuchen braten? Du hattest das so ein bisschen in Frage gestellt wegen der Fettkomponente. Ja. Und wir haben zum Glück einen veganen Butterersatz gefunden im Kühlschrank. Der war auf einmal da und den haben wir benutzt und das einfach mal probiert. Ja. Und da schauen wir jetzt mal rein. Da schauen wir rein. Ich bin gespannt. Ich kenne ihn noch nicht, den Clip. Hallo und herzlich willkommen zu einem tollen Experiment. Ja. Wie heißt die Sendung eigentlich? Hat die einen Namen? Braucht die einen Namen? Die Sendung heißt, zwei Jungs kochen, die keinen blassen Schimmer davon haben, aber eine Vision und die sich fragen, was man, also es geht ja um den Zauber des veganen Lebens und des nicht veganen Lebens. Ja. Und da haben wir neulich jemanden gehabt, der hat uns erzählt, man kann veganen Pfannkuchen machen. Da habe ich ja dreist behauptet, das sei praktisch nicht möglich. Ja. Also Pfannkuchen ist ja Pfannkuchen, der ist ja schön mit Fett. Und da habe ich gedacht, Fett ist ja schon wieder tierisch, ist nicht vegan und so weiter. Naja, so jetzt haben wir gelesen, dass es geht. Und jetzt wollen wir das experimentieren. Wir wollten es eigentlich, das muss man noch sagen, wir wollten es direkt live in der Sendung machen. Aber warum eigentlich nicht? Weil da oben ein Rauchmelder hängt? Oder warum haben wir es nicht gemacht? Weil der Rauchmelder da oben hängt. Und ganz ehrlich, und wenn was schief geht, stehen wir beide als Vollpfosten da. Stimmt. Ich habe hier ein Rezept. Es kommen rein Weizenmehl, Pflanzenmilch, wir haben Hafermilch, Salz, Zucker, Mineralwasser mit Kohlensäure, weil wir kein Backpulver verwenden. Ja. Und etwas Kurkuma, optional für die gelbe Farbe. Für die Farbe. Salz ist immer für ein bisschen Geschmacksverstärker, richtig? Ja, ja, auf jeden Fall. Salz ist das Glutamat der Natur. Genau so. Könnte man sagen. So ist das. Und das hier ist kein Currypulver, hoffe ich jedenfalls, sondern wahrscheinlich Kurkuma. Für die gelbe Farbe. Wollen wir Kurkuma überhaupt für die gelbe Farbe? Ja. Ja, ein bisschen. Aber ganz bisschen. So? Ich drehe mal um. Bringt gar nichts. Noch mal ein bisschen. Bringt nichts. So, warte. Wir bräuchten eine Deckenfutrale, eine Kamera, die von oben in die Rührschüssel reinfilmt, was wir hier machen. Wir verleihen dem Ganzen jetzt einen intellektuellen Approach. Indem wir was tun? Meine Damen und Herren, wir kochen hier in Gedenken an Alfred Biolek, einer der größten Fernsehköche überhaupt. Du warst da mal zu Gast, ne? Ich war mal zu Gast. Show. Bei Mensch Meier war ich mal zu Gast, genau. Und wir waren danach auch schön essen im Café Timp, beziehungsweise Essen gab es da nicht, da gab es mehr zu trinken. Meine Damen und Herren, hier werden Pfannkuchen zubereitet. Haben Sie Interesse an frischen Pfannkuchen?
Sie nehmen immerhin schon mal die AirPods aus dem Ohr. Sie gehen weiter. Es werden hier Pfannkuchen zubereitet, frische Pfannkuchen. Das ist der unglaubliche Vorteil von einem City-Studio. Aber egal. Es ist ein bisschen eng in unserem Kochstudio. Ja, ja. Das macht nichts, wir sind ja schlank. Vegane Butter macht schlank. Kann ich das mal haben? Ja, klar. Man kann ja nicht, man muss es ja irgendwie... Ich glaube, der Fachmann sagt, das ist eine sogenannte Teigkarte. Ja. Oder auch ein, wie nennt sich das, Geizkragen oder so, weil damit kannst du aus der Schüssel dann alles rauskratzen, ja, ja, dass so flexibel ist. Oh. Guck mal, es ist fast, also wenn ich im Dschungel wäre, wäre ich der König heute. Ja, sehr gut, sehr gut. Marco. So. Bombe. So, pass auf, ich mache noch eine zweite Kelle klar. Ja. Weil hier unten stehen inzwischen, warte mal, ich zähle mal kurz nach. 7, 28, 36, 42. Es sind wirklich Mengen. 114, man hört das nur durch 116, unsere Ansteckmikros nicht. Nach dem neuen Demo-Zählrecht, dem Hamburger Demo-Zählrecht, stehen da unten 4.800 Menschen. Ja, die Sendung heißt Boris und Marco kochen. Ja. Und was kochen wir in Folge 1? Menschenauflauf. Ja, genau. Ha! 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 Schön noch, oh, bei der Rückkopplung, noch ein Kannibalenwitz am Ende mit eingebaut. Ja. War lustig. Hat Spaß gemacht. Wir müssen öfter kochen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir könnten ja dann auch am offenen Fenster kochen, wenn es ein bisschen in den Frühling reingeht und wir hier am ersten Freitag im Monat unsere Sendung haben. Dann könnten wir ja da auch parallel kochen und das dann hier servieren. Ja, das wäre großartig. Ja. Oder vielleicht wirklich den Passanten unten immer Probierportionen geben. Ja. Also Pfannkuchen hätte man so häppchenweise runterschmeißen können. Ja, ja, ja. Suppe könnte man dann einfach so eine Kelle... Es waren ja irrsinnige Massen von Wahnsinn, Menschen da. Wie viele da waren auf einmal? Meinst du, es hat irgendjemand erkannt, dass im Zusammenschneiden dieses Clips... das wäre ganz bewusst, natürlich, bewusst, ja. Haben wir, weil ja heute Gegenteiltag ist, ja, haben wir etwas eingebaut. Genau. Und meinst du, das hat jemand gemerkt? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, Sie sind schon ganz wach um diese Zeit. Ja. Da war, der Experte würde sagen, ein Anschlussfehler eingebaut. Ja. Denn eigentlich ist einer nur dafür zuständig, ja beim Fernsehen oder beim Film immer darauf zu achten, wenn man jetzt schneidet. Und wir haben ja zusammengeschnitten, das war ja ein One-Take, dass dann alles so ist wie in der vorherigen Szene. Genau. Und nicht auf einmal ich den Schnurrbart habe und du nicht oder so. Ja, oder zum Beispiel, dass jemand raucht, das ist ja bei ganz oft in Filmen so, dann raucht jemand, die Zigarette ist halb weg, dann ist Schnitt und dann ist die Zigarette plötzlich wieder lang. Und man sagt, Mensch, der raucht ja viel. Oder eben so Gläser, die getrunken werden oder Uhrzeiten, im Hintergrund irgendeine Uhrzeit, es ist 23:45, dann passiert was und plötzlich ist 23:30. Großartig. Das passiert einfach und das ist sowas haben wir auch gemacht, das haben wir eingebaut und ich würde sagen, wer das erkennt, bekommt ein Jürgen Huhnke Buch von uns geschenkt. Oh, das ist eine gute Idee. Guter Preis. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wir machen diesen Menschen ja für ganz lange Zeit dann glücklich, wenn wir ihm so ein Buch zur Verfügung stellen. Aber was machen wir denn, wenn das Buch dann weg ist? Dann haben wir immer noch das andere oder kommt dann Neues hinterher? Ich werde mit ihm sprechen und vielleicht kriege ich noch eins. Weil du triffst den ja bald, ne? Ja, ich treffe ihn am Samstag. Okay. Am Samstag sind wir verabredet. Super. Genau. Da freue ich mich drauf. Das wird sehr toll werden. Möchtest du eine Weisheit gleich präsentieren eigentlich? Ja, machen wir. Stopp. Wie, stopp? Achso, stopp. Stopp. Ach nee, bei dem Buch muss man gar nicht dann stopp musst sagen. Du nicht, aber hab ich aber gemacht, weil heute Gegenteiltag ist. Ja, sag einfach stopp. Stopp. Suche das Glück nicht mit dem Fernrohr, ist eine Weisheit aus Island. Weil das Glück ist nämlich manchmal so nah. Und das ist tatsächlich gerade in der heutigen Zeit, in politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich schwierigen Zeiten, guckt in eurem unmittelbaren Umfeld, dass es dem gut geht. Kümmert euch darum, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Seid zu Hause voll der Liebe und des Glücks und die Familie muss alles in Ordnung sein. Dann kann man die anderen Sachen angehen. Aber erstmal muss das zu Hause alles in Ordnung sein. Ich habe auch noch eine Weisheit für mein eigenes Buch, das ich vielleicht schreiben werde. Und ich starte mit einer Weisheit am Gegenteiltag. Ja. Und zwar, wenn du das Glück suchst, halte das Fernrohr niemals falsch rum. Das ist absolut weil dann eine wirkliche dir, Weisheit. Genau. Und wenn du dann gegen eine Mauer läufst, hast du das Fernrohr auch noch im Auge. Das darf nicht passieren. Lieber nicht. Genau. Wir haben einen zweiten positiven Gedanken aus dem Buch Harmonie und Mehr von Jürgen Huhnke. Und dieser Gedanke ist ein sehr, sehr, sehr kluger Gedanke, der heute alle unsere Zuschauer wirklich bereichern wird, besonders die Älteren. Er ist von Gabriel Laub und er heißt wie folgt. Mit dem zunehmenden Alter wird man nicht klüger. Man weiß nur genau, dass es die anderen auch nicht sind. Das ist sehr gut. Das ist wirklich weise. Ja, ist so. Also heute am Gegenteiltag geht der Chat hier richtig ab, muss ich sagen. Ja. Da kommen ganz viele Nachrichten. Ja. Ne? Das Marco ist toll. Und Boris, ihr seid spitze. Guten Morgen, ihr zwei. Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Toll. Ihr seid spitze, weil ihr uns immer zuschaut und supportet. Ja. Ja. Wir wissen das zu schätzen. Und ich hoffe, alle, die ihr zuschaut, ihr wisst, warum wir das eigentlich machen. Wir wollen nur eins. Wir haben gar keine richtige Botschaft. Wir wollen nichts verändern. Wir wollen einfach nur, dass ihr ein bisschen gute Laune habt und dass ihr abgelenkt seid von den ganzen Irren und Wirren, die da draußen so sind. Und deswegen lohnt sich das morgens ein Stündchen, so mal gute Laune, ein paar kluge Sprüche zu inhalieren und zu erleben, wie der Marco jeden Tag mit viel, viel Liebe ein Kalenderblatt abreißt. Und ihr habt kennengelernt, wer der König der Übergänge ist. Und es ist Boris.
Wollen wir? Wir müssen ja hier bei dem Kalender schon im Turnus bleiben. Ja. Sonst hätten wir am Gegenteiltag auch mal ein Blatt aus dem Dezember zeigen können. Aber es ist doof, weil das fehlt uns dann ja im Dezember. Und dann wissen wir im Dezember nicht mehr, dass heute dieser Tag war. Dann beschweren wir uns dann. Du hast übrigens hier diesen Rand sehr schön gesäubert. Habe ich gestern gemacht. Finde ich sehr gut. Ja. Zack. Lass dir von niemandem vorschreiben, wie du dein Leben zu gestalten hast. Es ist dir geschenkt worden und du darfst darüber frei entscheiden. Ja, das ist schön, oder? Schön. Ja. Es gibt natürlich gewisse Grenzen, aber das ist ja klar. Also die gehen ja nicht davon aus, dass jetzt einer sagt, setz dir einen Pfannkuchen auf den Kopf, weil du es kannst und lauf damit durch die Ferdinandstraße. Und das Wichtige ist das, guck mal, wir leben in einer Zeit, wo wir von von Menschen, die sind mal so meistens geringer ausgebildet sind als die Menschen, die ihnen zuhören, dass wir von denen permanent gemaßregelt und belehrt werden, was man zu tun hat und was man zu lassen hat. Ich finde es total wichtig, dass wir genau das Gegenteil tun, am Gegenteiltag, aber sonst auch immer. Nämlich, dass wir einfach Tipps und Ratschläge geben, ein bisschen gute Laune verbreiten, dass wir ein paar Weisheiten von zugegebenermaßen auch alten Männern und Frauen verbreiten. Aber es gibt ja einen Grund, dass diese Weisheiten sich über lange Jahre gehalten haben, nämlich weil sie Weisheiten sind. Absolut. Und Wert haben. Natürlich. Genau. Und wir wollen sie auch nicht maßregeln, wir wollen sie auch nicht maßriegeln, aber wir haben ja wie immer Spartipps. Ja. Zum Beispiel kann man sich Rittersport kaufen heute. Ja, das ist toll. Ganz kurz nochmal zurück. Ich fand den Maßriegel. Gag mit dem Maßriegel ist wirklich gut. Das ist wirklich ein guter Gag. Und wir sollten immer so einen Maßriegel dabei haben. Und wenn jemand was anderes sagt, sagen wir, ich möchte jetzt mal Maßriegeln. Und dann kriegt er so einen Riegel rübergeschoben. Das ist wirklich super. Ich finde total Affenkram machen, finde ich total toll. Vor allem, ich glaube, Leute, die Humor haben, das können auch durchaus Leute sein, die auf den ersten Blick immer seriös sein müssen von Berufswegen. Stell dir mal vor, wir hätten das nächste Mal ein Jahresendgespräch mit dem Bürgermeister. Ja. Und dann sagen wir, Herr Tschentscher, wir müssen Sie kurz maßriegeln. Ja, Und dann möchte ich das Gesicht einfach nur das Gesicht filmen. Ich glaube, das sagt mehr als 1000 politische Argumente. Das wäre großartig. Ja. Wir müssen diese Sachen, man muss die Sachen aufheben. Deswegen. Ja, man kann das auch immer noch weiterspinnen. Ja. Ja, wollen wir die Sonderangebot-Rubrik machen oder wir sollten später? Auf jeden Fall machen. Nein, wenn es wichtig ist, sollen wir es machen. Der Rewe hat ja uns gestern auch schon geholfen, was diese Utensilien, die Kochutensilien angeht. Ja. Das war doch der Rewe, oder? Ja, das war Rewe. So, da konnten wir das kaufen gegen Bargeld. Aber der Rewe hat heute zum Beispiel, und das ist eine gute Nachricht für alle, die gerne Pizza aus der Pappe mögen, die Ofenfrische. In zwei verschiedenen Sorten gibt es heute für 1,99 statt 2,22. Bei der Ofenfrischen ist ja wirklich die Besonderheit, die ist ja nicht nur, dass die so heiß, die ist ja frisch. Das ist ja ein Frischteig. Ja. Also du hast einen tiefgefrorenen frischen Teig und die backt dann ja wirklich hoch. Ja. Ich muss sagen, es gibt, also wenn ich die Werbung im Fernsehen sehe, ne, es gilt auch übrigens für diese, apropos Moustache, für die Baguette. Ja. Diese wunderbare, schöne Baguette. Ja. Wenn ich das sehe, muss ich immer denken daran, dass man von meisten dieser Produkte hinterher aufstoßen muss. Ist das so? Das ist so. Also deswegen esse ich die nicht. Ich kann es nicht essen. Aber woran liegt das? Was ist da drin? Nicht. Da ist irgendein Aufstoßding drin. Das ist ja so, ich will jetzt das Produkt nicht schlecht machen, aber es gibt ja, habe ich lange nicht mehr benutzt, diese ganz kleinen Brötchen, die aus dieser Rolle kommen, die man so an der Tischkante aufhaut. Genau. Ja, und da ist ja auch irgendwas drin, das riecht so ein bisschen, als würdest du irgendwie ein Bier frühstücken. So leicht alkoholisch, oder? Ja, das ist wahrscheinlich die Hefe, die gegorene. Das kann sein. Wahrscheinlich ist irgendwie so. Wahrscheinlich muss die da drin sein. Ja. So, ansonsten beim Rewe gibt es auch noch die Coca-Cola. Und zwar in wahlweise Zero oder Normal. Mhm. Für 1,19, aber 2 Liter. 2 Liter? Wer kauft sich denn 2 Liter Cola in einer Flasche? Für eine Party? Wenn wir Gäste haben, machen wir das. Weil wir haben Freunde, die trinken die normale Cola. Ja. Und dann kaufen wir tatsächlich eine 2-Liter-Flasche, damit sie genug haben. Okay. Das ist zugegebenermaßen eine amerikanische Idee. Nee, ist so. 2-Liter-Flasche. Ja. Aber und am Ende steht übrigens immer, der letzte Viertel Liter steht 7 Jahre noch im Kühlschrank. Genau. Und irgendwann nimmt sich jemand ein Herz und sagt, pass auf, jetzt schütten wir es einfach weg. Oder trinkt den und der letzte Schluck unten heißt Uwe. Ja. Unten wird's eklig. So ist es. So, wir sind zurück in Hamburg. Ja, darf ich die Bild kurz Ich möchte ganz kurz mitteilen, dass es war ja geplant, dass Edeka und Budnikowski, weiß nicht, der eine oder andere wird es wissen, dass die ordentlich bundesweit auch expandieren wollen, und zwar zusammen und gemeinsam. Das ist jetzt aufgrund der Lage in Deutschland ist nicht mehr der Fall. Sie bleiben trotzdem Partner und sie wollen beide weiter zusammenarbeiten, aber sie werden tatsächlich nicht mehr so expandieren, wie das geplant ist. Und eine weitere Nachricht für die Hamburger, entschuldigt liebe Berliner und entschuldigt liebe Zuschauer im Rest Deutschland. Wir sind hier natürlich ein bisschen auch immer lokal, mit einem Lokalkonorit, weil es ja ein Hamburger Lokalsender. Wenn ihr aber mal in Hamburg seid, dann können wir empfehlen, dass ihr in die Hansa Filmstudios in Lohbrügge geht. Lohbrügge ist ein bisschen am Rand von Hamburg. Und die machen tatsächlich zweite Bundesliga live.
Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ja, da machen die, kannst mal googeln, da machen die also Events zur zweiten Bundesliga und dann treffen sich da die Menschen und gucken zusammen und das finde ich toll. Weil Public Viewing? Ja, das ist Public Viewing. Und das gibt es viel zu selten. Ich finde es das toll, dass man dieses Gemeinschaftserlebnis auch außerhalb des Stadions haben kann. Finde ich toll. Ich habe mal einen Handball-Public Viewing im Kino gesehen. Das war auch cool. Ja, das war hier vom Handballsportverein Hamburg ein Event im Kino und dann wurde auf der Riesenleinwand das Auswärtsspiel übertragen. Ja. Und ich finde es auch immer gut im Kino übrigens, dass sie jetzt anfangen, so auch große Konzerte im Kino zu zeigen. Weil nicht jeder von uns kann nach New York zu irgendeinem Konzert gehen, aber dass dann immer so eins übertragen wird, das finde ich toll. Ich gehe zum Beispiel, ich glaube, ist es in der nächsten Woche am 31. Gehe ich abends ins Kino. Und, Mittwoch. Ja, Mittwoch. Ja. Da gibt es im Kino Pet Shop Boys live aus, ich glaube, Stockholm. Ich habe das Konzert schon gesehen, hier in Hamburg war das. Also als richtiges Live-Konzert? Ja, aber richtig, aber Live-Übertragung sozusagen vom Konzert. Ja. Und das kann ich jedem, der die Pet Shop Boys live lange nicht gesehen hat oder noch nicht gesehen hat oder gar nicht weiß, welche Pet Shop Boys sind. Naja, wir lachen jetzt, aber warum nicht? Natürlich. Ja. Also wer jetzt zuguckt... Girls, so. Wer das nicht kennt, es gibt Menschen, die es vielleicht nicht kennen, geht ins Kino. Das gibt es in dem Kino mit den drei Buchstaben. Es gibt es aber auch zum Beispiel in der Astor Film Lounge. Mhm. Und es gibt es auch im Cinemax. Die Pet Shop Boys live aus, ich glaube, es ist Stockholm. Ich will nicht schwindeln, also macht mich nicht fest an dem Ort, aber es ist auf jeden Fall Pet Shop Boys live. Und dieses Konzert ist Hits only, wie man so schön sagt. Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die nicht jeden von diesen Songs schon beim Radio gehört haben. Und das ist einfach toll. Das ist auch, also es ist einfach von der Ästhetik her und so toll gemacht. Das sind ja zwei, sag mal so, eigentlich grafische Künstler. Und das sieht man. Sind die Pet Shop Boys denn eigentlich auch so eine von den Formationen, die eigentlich nur Hits produziert haben? Ähnlich wie bei den Beatles? Oder gibt es da Songs, wo du sagen würdest, die kennt man nicht so in der breiten Masse? Nee, weil diese Songs kenne ich ja nicht. Ach so. Ich kenne nur die Hits. Ich fand die Pet Shop Boys, ich war mal Geschäftsführer eines Plattenladens in Hamburg, und zwar in Hamburg-Eppendorf. Habe ich einen Govi-Laden, war ich Geschäftsführer in einem Govi-Laden. Wie heißt der? Es war Govi, hieß das. Govi-Tonträger. Das gab es früher, die haben doch so Katalogversand von Schallplatten gemacht. Okay. Die hatten eben auch Läden, unter anderem einen in Eppendorf. Und den haben wir dann umbenannt in Heroes and Zeros. Das war in den 80er Jahren. Und dann hat mir jemand von West End Records, ein amerikanisches Disco-Label, hat mir eine Platte angeboten, die hieß West End Girls von einer Gruppe namens Pet Shop Boys. Davon gab es drei Stück. Ja. Ich habe die also gehört, habe gesagt, das finde ich geil, das nehme ich. Und da wir viele DJ-Kunden hatten, habe ich das Ding genommen. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich der Erste war in Hamburg, der die Pet Shop Boys hatte, noch auf dem anderen Label. Dann war, glaube ich, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr dazwischen und dann kamen sie auf ein Major-Label raus. Aber das mit dieser Band, das verbindet mich mit denen. Und dann war ich mit denen zweimal auf Tournee. Also immer so als, wie soll man sagen, als Superfan, weil ich finde, dass die total, ja, die machen auf der einen Seite sind sie Hitproduzenten, auf der anderen Seite haben sie einen neuen Sound erfunden, auf der anderen Seite mag ich das Zusammenspiel zwischen der Stimme und der Musik, mag ich sehr gerne. Ich mag auch gerne dieses Minimalismus, den sie eigentlich vortragen. Ich mag das Artwork, die haben unglaublich tolle Cover gemacht im Verhältnis zu, also einfach Kunst, ganz viel Kunst mit dabei, ganz viel Ästhetik. Und mir haben die Pet Shop Boys viele glückliche Stunden in meinem Leben bereitet. Und die Konzerte sind immer so, also wenn man früh kommt und ist in der ersten Reihe, dann ist der Sound einfach so toll. Also ich mag diesen Sound so unglaublich gerne. Und ob das dann live ist oder so, das ist nochmal ein Zusatzgefühl. Und die zünden die Halle ordentlich an, aber in so einer ästhetisch-britisch zurückhaltenden Art. Finde ich ganz toll. Jetzt die Gewissensfrage. Würdest du dich dann bei der Live-Übertragung vom Pet Shop Boys-Konzert im Kino in die erste Reihe setzen oder eher nach hinten? Nee, da setze ich mich gerne nach hinten wegen dem Sound. Ah, okay. Ja, weil im Kino vorne sitzen ist auch irgendwie doof. Ja, ist doof, ja. Fast so wie im Bus hinten sitzen. Da sitzen die Coolen. Was ich aus dem Augenwinkel die ganze Zeit sehe und mich frage, was es eigentlich ist, was ist dieses grüne Etwas da? Ist das irgendwie eine ganz kleine Vase oder ist das die Unterlage für deine Teetasse? Ein Gewicht? Es geht um dieses hier, um dieses Stück. Er fragt sich, was das ist. Hast du selbst getöpfert? Fällt dir auf, dass es zu meiner Jacke passt? Fällt dir das auf? Ja, ist wahrscheinlich ein passendes Accessoire. Ja, das ist, also ich habe probiert, etwas zu finden, womit ich meinen französischen Charakter heute am alles anderes Tag, am andersrum Tag, dass ich ein Franzose bin. Also ein Eierbecher für ein Wachtelei? Nein, da habe ich überlegt, ich habe keine Baskenmütze, aber ich habe einen Baskendeckel gefunden. Und wenn ich mir den auf den Kopf setze, guck mal, dann bin ich ein bisschen mehr französisch als ich. Das ist völlig, oder? C'est bon, hein? Das brauchen wir bitte einmal in Großaufnahme. Ja. Können wir das einmal? Ah oui, oui, c'est très bon. Das wird ein YouTube-Short und da spielen wir später Musette dazu ein. Ja, Musette. Akkordeon-Musik. So, die Wahrheit ist natürlich eins. Die Wahrheit, mein Lieber, ist... Hier ist das Teenetz für diese Tasse. Das ist nämlich eine Tassen-Teenetz-Kombination. Das ist der Deckel. Und das ist der Deckel dazu. Ah. Aber ich habe so, da ist es. Da könnt ihr das alles sehen. Ja, das habe ich gekauft bei Teekschwender, einem Traditionsteeladen in Hamburg.
Sehr gut. Die wenigsten wissen, dass das ein richtiger Traditionsladen ist. Und die haben wirklich eine tolle Auswahl tatsächlich. Morgen ist Freitag. Morgen ist ja Musiktag. Friday. Und wir wollen da wieder mal eine Platte auflegen. Was für eine Platte hast du lange nicht gehört von früher auf, die du mal wieder richtig Bock hättest? Also das ist das Thema mit richtig Bock haben. Ne, ist, ich würde gerne mal wieder, jetzt wo wir die Pet Shop Boys natürlich geredet haben, ne, klar, da kommt einem was im Kopf, das ist leicht. Aber wie wär's denn mal mit Heaven 17? Heaven 17. Oder Human League, Being Boiled. Kennst du noch Being Boiled? Ja, eine Single, die auf die erste Single von Human League, die auf den Markt gekommen ist, die war Mono. Mhm. Being Boiled. Wollen wir denn morgen mal einen 80er-Tag machen? Ja, oder? Können wir gerne machen. 80er-Tag, ja. Okay. Müssen wir aufpassen mit YouTube, dass wir nicht abgeschaltet werden? Ja, machen wir wieder in den letzten 3 Minuten vom Stream. Genau. Ich bringe mal irgendwie ein paar 80er-Platten mit. Hast du Platten? Hast du schöne 80er-Platten? Bestimmt. Auch Maxis dabei? Ja, herrlich. Doch. Herrlich. Doch, habe ich. Da kann ich was mitbringen. Eine handverlesene, kuratierte Auswahl. Ja. irgendwas wollte ich die ganze Zeit doch sagen. Du wolltest sagen, dass Heizen inzwischen in Hamburg und nicht nur in Hamburg, auch in Deutschland so teuer geworden ist, dass es manchmal so teuer ist wie die Miete. Wie zum Beispiel bei dieser Heizerin hier, die davon betroffen ist, die auch Mieterin ist. Was ist da passiert? Also die zahlt mehr für die Heizung als für die Miete? Ja. Also das, Strom und Heizen kostet mehr als Miete. Passiert bei, also bei gerade den Wohnungen, die früher hieß es Paragraph 5-Schein, ich weiß nicht, wie das heute heißt, ist das tatsächlich so. Und das muss man sich vorstellen, eine bittere Entwicklung, ehrlich gesagt, ne? Ja, und das ist das für mich, also ich habe nachher ich freue mich unglaublich, ich habe nachher ein Gespräch mit einer Politikerin, einer Hamburgerin, die tatsächlich unserer Einladung gefolgt ist. Ich habe gesagt, ich möchte mich einfach mit Ihnen unterhalten, von Mensch zu Mensch, als ob wir uns kennenlernen auf einem Event. Ja. Ich möchte nicht die politischen Phrasen abfragen sozusagen, sondern ich möchte einen Menschen kennenlernen, ich möchte wissen, warum und für was er sich einsetzt. Und das ist einer der Themen, die ich da habe. Weil wie weit muss Politik vom Volk entfernt sein, dass man dem Volk das zumutet, was uns zugemutet wird? Mit dem Satz, ich ignoriere die Kritik, ich verurteile die Kritiker, ich schiebe die ganzen Kritiker alle in eine rechte Ecke, ich organisiere bewusst und vorsätzlich Demonstrationen, die ich unglaublich feiere, gleichzeitig wird die Demonstration der Bauern, die gestern übrigens auch in Hamburg wieder war, wird also praktisch totgeschwiegen. Das ist so viel Sachen, die ich nicht mehr verstehe und wo ich denke, dass der normale Mensch draußen, unsere ganz normalen Zuschauer sagen, weißt du, ich bin so frustriert und mein Leben war früher schön und jetzt ist es nicht mehr schön und ist das der Lauf der Dinge, dass immer ganz viel Kriege und Terror und Krawall sein muss, damit dann wieder eine Phase des Friedens kommt und haben wir die Phase des Friedens hinter uns und wird jetzt alles immer kaputter und immer fertiger. Und ich denke immer, ich habe immer gedacht, dass die Politiker vom Volk gewählt sind und dafür zu sorgen haben, das wird ja auch beeidet sozusagen, dass sie dafür zuständig sind, den Schaden vom Volk abzuwenden und alles dafür zu tun, dass es uns besser geht. Und ganz ehrlich, die Ampel tut es nicht. Und natürlich ist die Ampel auch nur gewachsen auf dem Boden von Frau Merkel. Und auch da sind schon Fehler passiert. Aber der Turbo, der absolute Elendsturbo, ist das, was da gerade passiert. Und ich finde, Scholz hat gestern ein paar Fehler zugegeben und so, aber auf ganz, ganz, ganz schmalem Niveau. Und eigentlich ist es auch alles nicht so schlimm. Man soll ja nicht anstellen. Und Solidarität. Und wir haken uns unter. Dieses haken wir uns unter. Ganz ehrlich, wenn man nichts mehr zu futtern hat, wenn es einem schlecht geht, wenn man sich den ganzen Tag Sorgen macht, dann brauchen wir nicht unterhaken. Ja. Und um sich gegenseitig zu stützen, ist Unterhaken hilfreich. Aber vielleicht brauchen wir uns gar nicht gegenseitig stützen und können einfach alle vernünftig leben. Und es gibt so ganz normales Empfinden, jetzt haben wir es gerade nach der Frostzeit, ganz ehrlich, was war? Es war ein bisschen Frost. Wir haben so viele Schlaglöcher, also ich frage mich, wenn ich so viel Steuern zahle, das ist wirklich, also ich habe in meinem Leben so viel Steuern gezahlt, Wahnsinn. Und ich will wenigstens eins, ich will vernünftige Schulen haben, in der Universität sollen die Toiletten, wenn es geht, bitte heil sein. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass die Infrastruktur gut ist, von Digitalismus, alles das gehört dazu. Aber vor allem möchte ich, dass die Straßen heil sind. Kann nicht so schwer sein, ein paar Löcher zu stopfen und dass das 2 Wochen dauert, bevor ein so tiefes Loch auf der Berner Chaussee dicht gemacht wird, ist doch Wahnsinn. Ja, und dann fragst du, warum das so ist und weißt du, was die Antwort ist? Ja, es sind halt viele Schlaglöcher. Weißt du, was das Irre ist das, ich lebe hier, also bewusst warum mit Verkehr. Warum gibt es Probleme? Es sind viele Probleme. Ja, und ich lebe hier bewusst sozusagen in Hamburg, also bewusst, dass man sich mit solchen Themen, dass man sie zumindest registriert, sagen wir mal, seit ich, keine Ahnung, 15 bin oder so, ja. Das sind deutlich über 40 Jahre. Das war noch nie so. Es waren immer Schlaglöcher, aber die waren am nächsten Tag dicht. Und zwar auch in den kleinen Straßen. Und dass das alles nicht mehr funktioniert und so, da muss doch jemand in der Politik muss doch sagen, es läuft nicht richtig gut. Wir schieben es mal nicht dem Putin in die Schuhe und allen anderen, sondern fassen uns an die eigene Nase und sagen, wir haben es echt versemmelt. Wir sind energiemäßig abhängig, wir werden bald lebensmittelabhängig sein, weil ja die ganzen Bauern das Leben so schwer gemacht wird. Wir sind abhängig von allen möglichen anderen, von den Chinesen, um Windräder zu bauen, die man aber gar nicht braucht, weil ja nur 1800 Stunden im Jahr Wind ist, anstatt 8600 Stunden, so viele Stunden hat das Jahr und so weiter. Es gibt so viele Themen, wo ich finde, es ist wirklich abgehoben. Und mir tut das unglaublich leid für die Menschen,
die noch das ganze Leben vor sich haben. Bei mir ist ja nur noch ein Drittel über. Aber stell mal vor, du bist heute jung und kommst in so eine Welt rein, kommst, hörst deine Eltern reden, wie gut es denen ging, wie viel Spaß die hatten und hast solche Probleme vor der Nase. Und irgendwo gibt es keinen Horizont. Und selbst die Opposition ist, das fand ich ganz, ganz interessant, neulich bei Karin Mioska, die hat ihre erste Talkshow gehabt, da hat sie ein One-on-One gemacht mit Herrn Merz. Ich habe den Merz lächeln sehen, verrücktes Erlebnis, habe ich aber noch nie gesehen, aber er hat da gelächelt. Das heißt, sie hat das auch echt gut gemacht und sie hat probiert, an den Menschen Merz ranzukommen. Und da war so ein Hauch von Opposition zu spüren. Ich befürchte, er nimmt es am nächsten Tag wieder zurück und dann war es das wieder. Was ich übrigens toll finde, und das ist jetzt abhängig oder unabhängig von diesem Gegenteiltag, ganz ehrlich, also wir machen hier natürlich eine Menge Blödsinn und Unterhaltung, aber auch viele, viele ernste Themen, die Sie da draußen beschäftigen. Und wenn Sie das gerne vertiefen möchten und mitdiskutieren möchten, dann tun Sie das gerne im Chat oder per E-Mail moinmoin@hamburg1.de, zum Beispiel zum Thema Infrastruktur, Schlaglöcher und Straßen. Wie sieht es zum Beispiel aus in der Hauptstadt in Berlin? Wie sieht es aus in Montabaur? Wie sieht es aus in NRW? Schreiben Sie uns gerne einfach mal. Danke übrigens, dass du mich ganz hart auf den Boden der Realität geholt hast, indem du mir gesagt hast, stell dir mal vor, du bist jung. Ja. Aber heute ist ja Gegenteiltag. Jung ist ja immer eine Auslegung. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Nee, ist ja Auslegung. Nein, das ist okay. Also kurz zum Schluss noch, oder fast zum Schluss, ja? Ja, ich meine 12-Jährige. Und da du ja schon über 20 bist. Da ich ja schon über 12 bin. Ja, das können wir einfach sagen. Das ist so. Das ist ein Geheimnis gelüftet. Ja. Was ist dein Parfum-Tipp für den heutigen Tag? Bitter Peach. Bitter Peach? Ja, Bitter Peach. Bitter Peach. Bitter Peach von Tom Ford wieder. Okay. Ja. Bei mir ist Man kann es übrigens mit Fucking Fabulous mischen, auch von Tom Ford. Aha. Man kann Parfums, also Tom Ford Parfums kannst du mischen. Aber machst du dann erst das eine drauf und dann das andere oder beides gleichzeitig? Nein, erst das eine, dann das andere. Okay. Ich mache als erstes Also du layerst Fucking, Fucking Fabulous und dann tue ich oben drüber ein bisschen Bitter Peach. Weil heute ist es so ein Tag, wo ich das gebrauchen kann. Heute brauche ich Energie. Heute brauchst du Bitter Peach und Fucking Famous heißt das? Ja. Yeah. Ich habe heute Dior Sauvage. Ah, sehr schön. Das ist auch ein Klassiker. Haben ganz viele, aber mag ich gerne. Ein klassischer. Wir haben beide keinen Signature-Move, aber wir kennen uns aus. Wir sind richtig drin in diesem Game. Ja. So, das war's im Prinzip schon wieder von uns. Danke fürs Dabeisein, danke für die Kommentare. Schalten Sie morgen unbedingt wieder ein. Es lohnt sich. Und tschüss. Ne? Und lasst euch nicht verrückt machen. Kümmert euch um euch selbst, um eure Lieben, um eure Verwandten. Nehmt euch gegenseitig in den Arm. Macht euch ein Kompliment, ganz wichtiges Kompliment. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann.